Hallo, ich bin's der Simi, für alle, die nicht wissen, wie man schreibt, S-E-M-I. Heute spawnen wir auf Genesis 2. In der letzten Folge habe ich gut Stuff zusammengesammelt schon mal und hochgeladen. Ein paar Leute geärgert, bisschen gezankt und so, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und jetzt bin ich auf Genesis DOS und verpasst mir eine Ladung Ultra-Lag, denn Genesis 2 laggt hier immer übelst. Da habe ich gerade kurz schon wieder vergessen gehabt, was ich machen wollte, aber ich weiß es wieder. Und zwar wollte ich mir einen Pullover besorgen, Jungs. Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Auf meinem Hauptkanal ist gestern neuer Rust-Film online gekommen. Schaut ihn euch an, hier ein kurzer Trailer. Es gibt nur ein paar Dinge, die man in Rust beachten muss. Regel Nummer 1. Was man lootet, darf man behalten. Regel Nummer 2 ist simpel, aber irgendwie halten sich viele nicht dran. Schieß immer auf den Kopf. Und Regel Nummer 3, die letzte und wichtigste Regel. Vertraue niemandem. Und jetzt, guess what? Irgendjemand in diesem Video hat auf alle Regeln geschissen. Aber lasst mich erklären, warum. Denn ich denke, ihr hättet genauso gehandelt. Aber hier sind 50 Leute gerade auf der Map. 50 Leute, das ist geistesgestört. Vor allem das Ding ist, Ark laggt ja nicht nur bei 50 Spielern, Ark laggt halt auch bei 3 Spielern. Ey, Digga, ich kann's nicht mal hochpunchen. Das ist so ein Schmutz. Denn Pullovers sollten hier auf Gen 2 laut Spawn-Map von allen Maps am häufigsten vorkommen und genau hier sein. Ich tippe mal so am Bergeshang. 5 Mörters haben wir schon mal im Sack. Da mache ich mal noch 2 Betten. Einen okay, 5 Schmelzöfen. Und hier haben wir auch perfekten Metal. Ich überlege, ob ich echt einfach hier mich hinsetze. Hier ist nämlich so eine Kuhle und das mache ich. Öfen kicken rein. 5 Stücke an der Nummer. Ich meine, so viel brauche ich jetzt auch nicht. Ich brauche Holz. Im Wesentlichen geht es ja gerade wirklich nur um ein bisschen Metal für eine Werkbank und eine Armbrust. Ja, also jetzt nichts Weltgravierendes. Ich entzünde den Tornado. Zack da rein. Zack da rein. Sehr, sehr gut. Dann hauen wir noch hier die Mörter einmal hin. Nicht Kinners. Dann mache ich einmal hier den Staple-Splitter. Funktioniert. Dann hatte ich hier mal meine Betten hin. Und dann sammle ich mal ein paar Narkobären. Hoffe ich zumindest. Denn meine Überlegung war so, ich weiß halt noch nicht, wo ich baue. Und bis ich das weiß, muss ich halt meinen Loot irgendwie verstecken. Und das werde ich diesmal einfach mit einem Pullover machen. Ja. Ich hoffe natürlich, ich suche jetzt nicht 3 Stunden ein. Ne? Dann kriege ich schon wieder eine Krawatte hier, aber es sollte eigentlich ganz gut gehen. Hoffe ich zumindest. Metal haben wir auch schon genug. Zumindest für die Werkbank. Wo ist die jetzt? Die ist weg. Und wisst ihr warum? Weil mein Inventar wegen dem Fleisch voll war. Boah, ich muss hier ganz schnell runter. Die Lecks, das ist abartig. Guckt euch das an. Guckt das an. Die wieder weg. Ja, aber ich war doch jetzt nicht voll. Da leckt mich am Arsch. Okay. Dann fülle ich schon mal die Mörter. In 2 Minuten ist das vergammelt. Und das Fleisch ist vergammelt. Müsste zumindest jetzt... Komm, kick rein, kick rein, kick rein. Da ist es. Narcotics Bolzen. Jetzt müsste die Werkbank aber gehen. Hä, Digga? Kann keine Werkbank machen. Warte, einmal Drop All. Da sind sie, 4 Stück. Ja, unsichtbar gewesen. So ein geiles Game. Und es funktioniert immer und alles. Das ist so geil. Okay, dann einmal Werkbank. Hier, guckt euch an. Das nennt man Platzmanagement. Guckt euch an, beide Profis. Beide Profis. Hier kommt alles rein. Armbrust kriegen wir mal direkt 2 Stück. Und dann, was sich sehr gut trifft, ist hier unter mir direkt ein Terminal. Da lohnt sich einmal hin und hofft, dass da keiner ist. Dann muss ich hier nur noch Ark-Daten einen Cryo downloaden. Guck mal an. Sehr gut, ne? Also ich bin jetzt schon, es ist schon wieder am Bocken hier. Ihr sollt mir mal reinschreiben, ob ihr Spot-Ideen habt zum Bauen. Jetzt kommt nicht mit Center Pearl Cave, Simi, mach Solo. Island Ice Cave, Simi, Island Ice Cave. Da gibt's eine Rückhand dann von mir. Ich brauche eher so die kleinen, so die feinfühligen, wo man sich so denkt, oh, das ist ja voll scheiße da zu dingsen. Das brauche ich. So, haben wir. Armbrust haben wir. Narcotics haben wir auch schon genug. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dann gehe ich nämlich jetzt mal schnell einen Pullover suchen. Also schnell, ne? Das wird, ich sage euch, und vor allem das Tamen wird auch nicht so geil. Einfach, weil das mit dem Hover nicht funktioniert. Weil es mich rumbangen wird wie Sau. Aber gut, Jungs, es ist, wie es ist, ne? Wir beschweren uns mal nett. Machen mal lieber noch ein paar Bolas auf Reservo. Okay, und dann sollen die Ärsche jetzt genau hier, wo ich bin, sollen die sein. Die sind natürlich meistens auch versteckt im Boden, sodass ich eher laufen sollte. Ich glaube, hier stehen die Chancen ganz gut, dass mich hier einer anjumpt. Mal so richtig wegstunt, so richtig mal natzt. Habe ich voll Bock drauf. Ja, wäre tatsächlich cool. Wäre halt auch cool, wenn es jetzt nicht eine Stunde dauert, ne? Dann sehen wir uns wieder, wenn ich Ergebnisse habe. Ciao. Pullover! Jungs, nee. Glaubst du nicht? Kann man die bolern eigentlich? Nee, kann man nicht. Okay, 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 okay. Dann komm mit. Den muss ich wegkriegen. Hallo, hoch, hoch. Das meinte ich mit, dass es nicht bockt. Genau das, weil es übel ableckt. Okay, hier ist, glaube ich, ganz okay. Und jetzt rein da. Komm, da mache ich jetzt den Ground 1v1er. Alter, guckt euch das an. Das ist nicht normal.
Ich muss wieder von Gen 2 runter. Er liegt. Er liegt. Jungs, was ist der überhaupt? Ey, Turbo, Turbo geil. Und übrigens wollte ich euch auch noch zeigen, ich habe was rausgefunden. Wenn ihr nämlich mal irgendwie, oh mein Gott, Alter, bei einem geblockten Terminal seid oder einer steht und ihr irgendwie nur versteckt ran wollt. Okay, eigentlich ist das für genau keine Situation richtig nützlich. Zeiget euch trotzdem, wenn ihr hier am Rand seid und sneakt, könnt ihr von hier aus das Terminal accessen. Guck mal, es leckt so, dass der Raptor mich nicht einmal hittet. Polovator ist abgeloadet. Ey, ich muss hier weg. Da steht sogar ein Turret. Oh mein Gott. Das ist wirklich unspielbar hier gerade. Ich glaube nicht, ihr wisst nicht, wie mir eine Krawatte wächst bei sowas. Mission 1 completed. Was könnte ich jetzt noch tun? Ich könnte mir noch auf ganz gravierende Basis einen Quetzel holen. Wäre das eine Idee? Ich weiß nicht so recht. Ich hätte auch eigentlich Bock, immer wieder PvP-Tames zu holen. Wisst ihr, das habe ich auch schon eine Weile nicht getan. Ich glaube, mir kommt eine Idee. Also ich take mal hier das mit. 100 Metal und go. Und dann teste ich jetzt was. Also was heißt testen? Ich mache jetzt was. Und zwar accesse ich das Terminal von 3 Kilometer weg, weil ich ein Arc-Profi bin. Lad das hier einfach mal hoch. Halt's doch mal das Maul jetzt, echt. Und dann noch mit dem Ping. Lass mich wenigstens dich wegballern. Zack, hoch mit mir, tschüss. Okay, Simi, welchen Tame möchtest du? Ja, weil im letzten Run, ich weiß nicht, für alle, die ihn geguckt haben, die wissen's. Das ist ja eine Wyvern schon mal. Im letzten Run war es ja so, dass man die natürlich nicht abbauen kann. Fuck, habe ich Kristall dabei? Ja, ich bin so dumm. Da ist eine Wyvern gelandet. Und warum kann ich nicht sprinten? Ach, weil es leckt. Hey, sind 14 Leute on. Wie kann denn das so abgehen jetzt schon? Naja, ich wollte eigentlich mir einen Bloodstalker holen, weil das ist wirklich der geilste Tame. Da kannst du coole PvP-Situationen mit erzeugen, weil im letzten Run habe ich zu Beginn gar kein Tame geholt. Das heißt, ich hatte auch wenig, ich sag mal, Tame-PvP, habe wenig Leute genutzt. Klar, auch ein bisschen, aber nicht so viel, wie ich es eigentlich cool finde. Und deshalb war meine Überlegung, dass ich mir zum einen jetzt was hole, zum anderen aber was? Bloodstalker ist einfach mein Lieblingstame, wisst ihr ja auch, und das geilste überhaupt. Aber wenn du so Lex hast, ist der Bloodstalker der absolut beschissenste Tame, den du dir nur vorstellen kannst. Du kommst nicht voran. Du bist langsamer, als wenn du einfach rennst. Level 15, ja, nice. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, einfach weil die Wyvern Lex safe ist. Mit der bist du schnell unterwegs, kannst fighten und so, auch wenn es mal laggt. Deswegen habe ich gesagt, komm ey, hol dir einfach eine Wyvern und dann ist Jod. Ist auch getamed, 139. Also wird es jetzt quasi eine Wyvern. Ich suche mal eben noch ein bisschen Crystal und dann gucken wir mal, was das wird. Ich sag nichts mehr zu den Lags, aber das ist wirklich abartig gerade hier. Da clusterfucken die hier zu, dass man hier kein Crystal mehr kriegt. Okay, einmal sage ich es noch, weil es wieder laggt. Also das ist wirklich 5 Sekunden Takt Extremo. Das spammen die und dass hier nichts mehr spawnt. Wie kann man so sein? Ja, frage ich jetzt einfach in die Masse. Wie kann man so sein? Ich kotze ab. Ey, Digga, ich kotze ab. Es sind keine 15 Leute und es waren 14 Leute hier, als ich gejoint bin auf der Map. Alter, das ist wirklich ein Joke. Guck mal, das ist ja auch absichtlich gemacht. Das ist ja in dem Ding drin. Muss ich ja mal überlegen, da sitzt halt einer nachmittags in seiner Freizeit da. Der hat frei. Der kommt aus der Schule, von der Arbeit. Der hat frei und kann sich aussuchen, was der macht. Der kann alles tun. Der kann einen YouTube-Kanal starten und reich werden. Der kann mit seinen Freunden spielen. Der kann sich irgendwas angucken oder so. Und was macht er? Donnerstagabend. Also ich glaube, heute baue ich die Crystals zu. Einer Abbaubau. Und der gibt jetzt kein Crystal wahrscheinlich. Kristall, es hat ein Ende. Sehr gut. Dann suche ich jetzt eine Rübe. Ey, Junge, das ist unspielbar. Nach der Wyvern bin ich off erstmal. Wirklich, das ist nicht spielbar. Es ist alle 3 Sekunden ein Setback. Wir können ja warten. Seht ihr direkt alle 3 Sekunden. Es ist absolut, als wenn die gedidost oder sowas. Weil das wirklich, da steht ein Turret und das ist an. Das ist wirklich nicht machbar. Guckt euch das an. Guckt an. Keine 3 Meter kannst du rennen. Ich laufe jede Strecke hier 3-mal. Oder wurde das so eingestellt? Ist das ein Triple-Zocking-Server? Ey, das kann, guckt, habt ihr gesehen? Es ist, und hier liegt einer schlafend. Ja, leckt. Oh, wen wundert's? Der hat nix, macht aber nix. Der schläft nochmal eine Weile länger. Hä? Kann ihn irgendwie nicht hitten, okay. Wollte ihn ärgern und betäuben. War sicher der hier die Crystals zugebaut hat. Wer sonst würde hier am Wag halt sich am Strand schlafen, ne? Außer ein Crystal Pranker. Ja, nee, Mann. Ich bin wirklich, also die Wyvern noch. Dann bin ich raus. Habt ihr das gesehen? Tut mir auch leid, dass das jetzt so hier Thema ist. Aber was soll ich denn machen? Es leckt schon wieder. Es leckt schon wieder. Also, ich laufe jede Strecke 5-mal. Wirklich, also gerade geht es mir echt so auf den Sack. Das kann doch gar nicht sein. Und was ist mit ihm hier? Er schläft. Ein Hit. guck mal. Genau den richtigen hab ich erwischt. Hat der Käfig, um Leute einzuärgern. Genau den richtigen. Die sollen da mal rein. Und ich baue mir mal ein Kanu, Leute. Ach nee, es leckt. Wer hätte es gedacht? So, einmal zack. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nee, ne? Guck nämlich mal einer an. Ey, das ist tatsächlich ziemlich nice, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mal gefragt, ob der Ping immer so ist. Im Chat schreiben die ja. Guckt, wurde wieder geleckt. Also das ist wirklich gerade ganz krass. Da weiß ich tatsächlich nicht, ob das der Server ist, auf dem ich bleibe, ne? Bin ich wirklich ehrlich. Ich mach das jetzt.
Ey, guck an! Mit der Wyvern und so. Und dann muss ich nochmal evaluieren, weil das ist wirklich, das geht nicht. Also so kannst du nicht spielen. Das kannst du ja, kriegst ja nicht mal einen vernünftigen Fight irgendwie hin. Dachte halt, es wäre nur Genesis 2, weil da wirklich 50 Leute on waren. Aber hier sind jetzt 15 und das ist immer noch. Und die ist Level 135. Komm, ich war doch schon drauf. So gut wie auf der Olga. Ich bin noch drauf, ich bin noch drauf. Jawohl, und gib ihm. Wie viel hat er? Okay, stabil, ey. Das Level ist sogar gut für die erste, die ich hier gucke. Mega nice. Und dann habe ich es bald hinter mir. Echt. Vor allem heiße ich PvP Jürgen und im Chat ist einfach einer Jürgen Würgen. Schreib hier mal, als ob du mich wirkst. Saugeil. Guckt an. Hapse. Unfollow. Passive. Reiten, bitte. Ich habe schon eh gedrückt, Jungs. Da wird man geisteskrass bei. Tschüss. Das ist hier nicht PvP, das ist hier PvL. Player versus Lag, ich sag's euch. Die Experience, die ihr braucht. Dann einmal hier das Scuba getten. Bestie Kryon. Und dann hoch der Simi, ey. Tschüss, Leute. Zeit ist vergangen. Ich bin back. Es sind 4 Leute on. Mal schauen, ob der Lag sich dingst. Oder ob ich weiterhin komplett gejodelt werde. Und was ist das hier? Da wurde aber einer genutzt. Ein Gamer, Gamer, Gamer. Es laggt immer noch 4 Leute on. Nein, das geht doch gar nicht. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Aha, wir folgen der Spur des Todes. Hier wurde ein Treik genödelt. Was ist da los? Da hinten ist eine Wyvern. Und die ist blutig. Da ist nämlich ein Gamer. Da ist eine kleine Sackratte. Dem habe ich einen in C, ne? Habt ihr das gesehen? Dem hatte ich einen in C. Da sitzt er, da sitzt er, da sitzt er. Zack. Und zack. Hit! Hit! Sauber! Ey, ich bin gut, ich bin gut. Vielleicht schliebt er gleich. Den Wanvi war nicht weg. Den Wanvi war nicht so weg. Trau dich, trau dich, trau dich. Das, wenn das ein Hit ist, krieg ich 1000 Euro. Aber keiner Scheißdreck. Mist, ey, wäre hier irgendwo ein Drop. Ich könnte meine Wyvern downloaden und den wegzocken. Ist hier aber einfach nicht. Und hier wurde wieder alles gekillt. Ich bin irgendwie auf der Spur der Tod und Vernichtung. Oh, Bruder, wie kannst du bei 4... Nee, ich, also wirklich, Leute, ich mach das jetzt noch. Einen Tag gebe ich dem Server noch, wenn das bis morgen nicht gefixt hat. Dann muss ich wahrscheinlich echt wechseln. So zocke ich auf Dauer schon mal nicht, damit das schon mal klar ist. Das ist wirklich better als auf Offi. Letzte Season war schon wild, aber das jetzt ist nochmal ein ganz anderes Level. Gut, und dann suche ich mir jetzt erstmals einen Spot. Das Ding ist, Leute, ich spiele hier auf dem Server und das bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich. Auf dem Server hier ist Tech nämlich für alle freigeschaltet. Bedeutet, ich muss keine Bosse machen, denn das ist Solo wirklich immer Todesabfuck. Und bin ich auch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, je alle 4 Wochen für euch zu Beginn einer jeden Season erstmal 3-4 Folgen zu machen, wie ich irgendwelche Argentavisse und Sarkos farme, um dann am Ende beim Boss durch irgendeinen Glitch, weil es wieder rumbuggt, laggt, zu sterben und alles nochmal zu machen. Da sitze ich 3 Tage dran und es ist im Grunde kein Content, der auch nur ansatzweise irgendwie entertaining ist. Deswegen spiele ich halt gerne hier, weil hier Tech eben für alle freigeschaltet ist. Haut mir aber mal durchaus gerne rein. Wenn ihr noch andere Cluster kennt, die das so haben, weil ich habe keine und der hier laggt einfach die letzten 2 Seasons so abnormal, dass das wirklich, also das macht keinen Bock. So brauche ich auch nicht PvP spielen, sage ich euch ganz ehrlich. Nur ich finde einfach keinen. Ihr könnt mir glauben, ich habe 3 Tage oder so jetzt auch schon wieder gesucht gehabt. Ich habe 2-3 Server zur Auswahl gehabt, die waren aber alle so meh. Und am Ende entscheide ich mich dann irgendwie immer für Free Tech, anstatt für einen guten Ping, falls er versteht. Deswegen, ja, ich muss mal schauen. Ich gebe dem Server, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Zeit. Ist jetzt nicht so, dass ich direkt durchziehe, wenn es mal laggt. Dann fange ich jetzt an und downloade einfach mal das Zeug, das muss ich nämlich wirklich verstauen gehen. Das kann, wie halt, das hat jetzt noch 4 Stunden im Upload. Und ich will ja nicht, dass das vergammelt, falls ihr versteht. So, okay, und jetzt brauche ich natürlich noch einen Spot, an dem ich meinen Polovator gut unterbringen kann, ja. Und das ist am besten natürlich immer im Arsch der Welt in Bielefeld oder irgendwo anders, quer quadratisch, wo ich es aber auch wieder finde, ne. Nützt nichts, wenn ich einen Pullover verstecke und am Ende einfach nicht mehr weiß, wo er ist. Da kriege ich einen Hals bei, wisst ihr. Und merkt euch beim Pullover verstecken nicht an Flüssen, nicht an so Schluchten, wo jeder Horst vorbeifliegt, so wie hier. Und auch nicht am Ufer oder so. Nein, Jungs, ihr müsst wirklich mittig in den Jobel rein und euch komplett, sagen wir mal, hier auf der Map bin ich jetzt hier, gehe dann einfach einmal hier hin, weil ich brauche ja auch ein bisschen die Orientierung. Wie wäre es dann zum Beispiel mal mit hier? Wenn ich hier einen an Chefboller, einfach zack ins Eck, einmal vergraben bitte, dann einmal in Raid skillen, da entgrabt er sich natürlich wieder. Ich dachte gerade, man kann ihm irgendwie nichts reintun, aber es hat nur geleckt. Ja, der muss nur tragen können, bunkern, 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 weißt du? Dann verborde ich den und mache mir natürlich noch ein Bett hier, beziehungsweise 3. Und jetzt natürlich muss man auch 500 IQ lernt vom Simi, nachdem der Lag vorbei ist. Platziert nämlich euer Bett jetzt nicht direkt dran, ne? Wenn ihr das jetzt direkt 1 Meter neben macht, dann weiß natürlich jeder Vogel. Ey, warte kurz, da ist doch was. Nein, wir machen das hier im Busch. Alter, habt ihr das gesehen? Das ist doch wieder abartig. Vor allem so regelmäßig, ja, es ist nicht alle 10 Minuten. Seht das schon wieder? Alter Junge, alter Junge. Und das zweite Bett verstecken wir hier irgendwo drin.
Und eins, weil es so schön ist, hier hinterm... Oh mein Gott, ey, was zum Fick? Wenigstens ein Bett, kann ich nicht eine Struktur... Ey, also dabei, wenn ich so meine Base bauen muss, da kriege ich hier irgendeine Krawatte bis morgen, ey. Bis übermorgen fast schon. Bis übermorgen kriege ich die. Das ist wirklich, also nee, da mache ich jetzt auch einen Cut für heute. Jo Leute, die letzten Tage habe ich nicht gezockt. Ich will auch, dass ihr es ein bisschen seht, ne, dass ihr mir glaubt, dass das hier nicht spielbar ist. Deswegen renne ich hier noch ein bisschen rum, dass ihr seht, ich wollte gerade einen Countdown machen, 3 Sekunden, bis ich wieder geportet werde. Ja, ich weiß gerade nur nicht, was ich zocken soll, weil ja tatsächlich Lost Isle am 14. Dezember, also in 10 Tagen rauskommen soll, circa 10 Tagen, guckt euch das an, ich komme hier nicht weg, ne? Und da möchte ich natürlich eigentlich dann Düt zocken und nicht irgendwo random woanders dann sein, deswegen wir sehen uns dann wieder, wenn wir uns wiedersehen. Übrigens, als kleiner Tipp, wenn ihr euch meinen Loot echt klauen wollt, oh mein Gott, die Lags. Da bin ich. Und in dem Sinne wünsche ich euch dann viel Spaß mit dem Loot, weil damit könnt ihr eh nichts tun, weil ihr hier leider keine 3 Meter weit kommt. Okay, in dem Sinne, tschüss Jungs. Danke fürs trotzdemige Anschauen. Ich habe euch lieb, haut rein und Teleport. Genau jetzt teleport's nicht, wo ich, ach scheiße, tschüss.